So, wir sind wieder zurück mit einer weiteren Folge, Session, wie auch immer, von Satisfactory. Und ich komme nicht hoch. Mann, ich will da hoch. Hier, Zitronenpferd ist auch wieder dabei. Heute mal ohne Facecam, weil ich heute keine Lust auf Facecam habe. Müsst ihr bis zum nächsten Mal wieder warten. So, wir wollten nach Kohle suchen. Ja, aber erstmal hätte ich eine Frage, haben wir letztes Mal so oft gehört, dass hier alles stillsteht? Ja, ich habe gerade, wo ich die Karte geladen habe, das Feuerwerk gehört. Es ist also gerade wieder die Sicherung rausgeflogen. Ach so. So, und ich habe heute Vormittag, also wir nehmen heute Abend auf, ich habe heute Vormittag doch tatsächlich nochmal ein neues Spiel angefangen und bin bei diesem Rocky Desert Stadtding losgelaufen und um einfach mal, nee, ich muss noch weiter vorne anfangen. Ich habe gestern Abend noch so ein bisschen im Internet gesucht, ganz vorsichtig, um mich bloß nicht mit irgendwas zu spoilern, wo man denn eventuell Kohle finden könnte, und habe aber nichts wirklich gefunden und habe mich dann aber wieder daran erinnert, dass es, ich fuchtel gerade mit meinem Finger rum, man sieht es gar nicht, dass ich in diesen ganzen Trailern zu dem Spiel mich erinnern konnte, dass da Ausschnitte waren in der Wüste, also wo wirklich überall nur Dünen und Sand und Wüste waren. Ich weiß nicht, ob du den Trailer auch geguckt hast. Da konnte man hier die großen Kohlefabriken und so sehen. Deswegen hatte ich dann heute Vormittag die Idee, ich suche mal, wo es hier ein Wüstenbiom gibt, ob es da nicht Kohle gibt. Und ich bin, glaube ich, 2 Stunden über diese Welt hier rummarschiert, habe das ein oder andere schon jetzt gesehen, was mich dann jetzt nicht mehr so überraschen wird. Es gibt echt noch coole Sachen. Ich habe keine Wüste gefunden. Stattdessen, und jetzt halte ich fest, habe ich mitten in einem Dschungelbiom so ein Kohleding gefunden. Aber frag mich nicht, wo das von hier aus ist. Okay, also ich bin die quasi genauso zwei. Aus wie anderen? Ja, die sehen genauso aus. Das ist dann halt einfach nur wirklich ein schwarzer Böpsel auf dem Boden. Okay. Ja, so. Und, ich sag's jetzt einfach mal, Patrick hat mir das vorhin erzählt, das kann ich jetzt auch mal testen. Ich habe immer nur einmal auf C drauf gedrückt, aber es stand auch in den Tutorials, man muss C gedrückt halten. Und dann kann man hier auch auswählen, nach was man scannen möchte. Nicht nur nach Eisen, sondern auch nach Kupfer, Limestone oder Kohle. Tja, und dann wählen wir doch mal Kohle aus, weil ich glaube, wir sind uns einig, wir brauchen hier eigentlich nicht groß weiterbauen, wenn wir nicht unser Versorgungsproblem in... Guck mal, da pinkt's. In 600 Metern ist Kohle. Ja. Ja, das ist ganz schön weit. Aber ja, in 600 Metern gibt's auch da, ja. So, und wir haben jetzt unsere Schaschlikspieße ausgerüstet, also wir können uns auch gut gegen die Kropfviecher wehren. Wollen wir denn trotzdem die Fabrik mal eben wieder zum Laufen bringen, damit wir wenigstens ein bisschen Munition haben, während wir weg sind? Ja, die Frage ist, ist nur der Treibstoff alle oder produzieren wir zu viel? Also, haben wir einen zu hohen... Ne, die Sicherung ist rausgeflogen. Okay. Treibstoff ist da. Das heißt, wir brauchen nochmal einen neuen Biomass-Burner. Ja, lass uns den bauen, bevor wir fahren. Wir müssen ja sowieso oder so erstmal hier die Sachen wieder laufen. Wir können ja nicht fahren und unser Schiff nicht laufen. Hast du noch irgendwas Biomasse-mäßiges bei dir im Inventar? Guck gerade. Biomasse? Ne, aber ich kann einen neuen Werk bauen. Ja, weil wir müssen ihn damit irgendwas füllen. Bau du mal das Ding und. Haben wir hier nicht noch was? Nicht 120 arg. Haben wir hier noch. Ja. Aber die anderen sind auch nur noch bei 60 oder 50 zum Teil, also. Mann, hier ist echt nicht mehr viel da an Biomasse. Bau du mal, ich sammle in der Zwischenzeit noch ein bisschen Blätter. Ja. Und dann müssten wir uns überlegen, wenn wir dann Kohle gefunden haben, müssten wir ja eigentlich auch gleich das Kohlevorkommen da schon anschließen. Also eigentlich müssten wir schon genug Materialien mitnehmen, um da, weiß ich nicht, einen Miner und so drauf zu bauen. Ja, lass uns das ruhig mal machen. Und die können da ja bald ein bisschen bauen. Ich muss übrigens auch sagen, alle, die bisher immer noch zugucken, danke sehr, weil ich habe so ein bisschen auf YouTube andere Let's Plays so reingeguckt.
Alter, es ist so peinlich, wie wir da bauen. Also da gibt's Leute, die das wirklich, ich weiß, keine Ahnung. Entweder fangen die ihre Let's Plays schon nach 40 Stunden Satisfactory an und wissen schon genau, wie sie bauen müssen, aber da sind zum Teil, weißt du, ich frag mich noch, wofür es diese ganzen Stockwerke und Türen und Fenster und so weiter gibt. Ja, da kann man nämlich wunderschöne, riesige Fabrikanlagen bauen, in die man dann schön ordentlich und schön fein säuberlich die Fabrikatoren und so weiter reinbaut. Ich habe da Ja, irgendwo genau. so ein YouTube-Video gesehen, da hat einer irgendwie sechs diese Power Generator mit Kohle nebeneinander gebaut und übereinander und alter Schwede. Also in dieses Spiel kann man noch sehr viel Zeit versenken. Die Fabrik läuft schon mal wieder. Sehr gut. Und ja, wir können ja auch mal anfangen, so eine Fabrik zu bauen, aber vielleicht sollten wir uns erstmal auf die Basics konzentrieren und das noch ein bisschen lernen. Ja, ich wollte dann sowieso sagen, also ich finde eigentlich, unsere hat dafür Charme, unsere Fabrik. Ja. Die ist halt Freischnauze gebaut. Wir wollen ja halt zum ersten Mal. Ja, und optimieren kann man immer noch. Optimieren, das ist dann quasi das, wo dann ist, glaube ich, das, wo wir uns dann langfristig Gedanken, oder ich mir dann langfristig Gedanken machen muss, wie das dann mit dem Let's Play funktioniert, weil 20 Folgen dann hier zeigen, wie wir Sachen umbauen, ist dann auch nicht so spannend. Das kann man dann auch irgendwie mal ohne Aufnahme machen. So. Ich habe jetzt nochmal 500 Blätter da reingesteckt. Ich schaue jetzt mal kurz. Einen zweiten Aussichtsturm gebaut. Ja. Ich hatte gedacht, ich könnte über. Die sind so billig. Ich dachte, ich könnte darüber vielleicht Kohlevorkommen suchen. Ja, ich war verzweifelt gestern. Power. Kohlegenerator. Achso, den brauchen wir ja hier. Dann will ich den noch nicht in meine To-Do-Liste. Nehmen auf jeden Fall sehr viel Eisen mit für die Conveyor Belts. Achso, schmelzen müssen wir das ja nicht. Kohle geht ja einfach eins zu eins raus und wird verbrannt. Ach du Scheiße. Also ich hätte jetzt mal gesagt, wir brauchen Ressourcen für zwei Miner und eine Truckstation. Oder? Wofür? Für die Truckstation? Brauchen Naja, wir die schon? dass wir gleich automatisieren können, aber wenn es 7 Kilometer entfernt ist, ich habe ja keine Lust, da mal Kilometer hinzurennen und die Kohle zu holen. Ja, deswegen sage ich ja, wir müssen von Dark Veyerwerk hier hinbauen. Ach so, du willst 1 Kilometer können. Okay. Wow, 600 Meter sind es ja. Nachdem, wo wir hier unsere Kohlefabrik hinbauen, wir können sowieso nicht mehr so nah bauen. Wir sollten in diese Richtung Ja, ausweichen. genau, das hatte ich auch. Deswegen habe ich den Lookout Tower da auch schon mal hingesetzt. Haha, nee, nicht, natürlich nicht um Kohle zu suchen, sondern so als Zentrum für das nächste Anbau. Okay, aber wenn wir da eine Also. Kohle-Ding Miner haben, ich weiß nicht, wie mit. Oh Gott, dann bräuchten wir da auch. Ach Gott, das ist ja kompliziert. Das Ding braucht ja auch Strom. Also Ja. R&D has repurposed a Jetzt, wo du common das sagst. engineering tool to assist you in your defense against the local wildlife. The blueprint is now accessible in Hub Tier 3. Hast du gerade irgendwas gemacht, dass die Message kam? Die Analyse ist durch. Ja, ne Gun. Rebar War gar Gun. nicht mehr so teuer. Können wir uns sogar schon leisten. Improvised Range Weapon for Self-Defense has to be reloaded. Spiked Rebar. Ammo for Rebar. Warte mal, Rebar, so wie das aussieht. Wie heißt es nochmal? Weißt du, wenn du Beton nicht einfach nur so gießt, sondern da auch noch so Stahl- und Eisensachen mit reinmachst, dann ist das eine höhere Festigkeit hat. Wie nennt man denn das Zeug, was man da rein tut? Mir liegt es gerade auf der Zunge, aber heißt es nicht im Englischen Rebar? Keine Ahnung. Und wieso haben wir als. Wieso kriegen wir Biomasse als Reward? Hä? Ja, wenn du
Biomasse haben wir doch schon längst. Okay, jetzt nochmal sortieren. Was machen wir jetzt als nächstes? Erst die Reaper-Gun erforschen oder wollen wir mit den Scheißschlägs spießen? Mir reichen die Spieße, aber wir haben die Materialien sowieso schon in der Tau, oder nicht? Wir brauchen die nur eben reintun. Ja, okay. Ich mach noch kurz. Oh, nein, doch haben wir. Kurz, du hast noch keine Portable Miners gebaut. Ich hab einen Portable Miner. Okay, ich hab auch einen. Ich weiß nicht mehr warum, aber einen hab ich. Ja, ist ja in Ordnung. Dann hab ich jetzt auch einen. Dann könnten wir, wenn wir ein Kohlefeld finden und da zufälligerweise zwei Flatschen sind, auch gleich zwei Miner draufbauen. So, was hast du an Modular Frames und Rotoren im Inventar? Nix. Okay, dann würde ich da mal kurz. Achso, ein Truck Station. Wie teuer ist das? Reinforced Iron Pads sind drin und ich hole jetzt die Wires. Doch, die Wires. Da. Es braucht eine Pole nochmal. Okay, Iron Rods. Ich brauche mehr Iron Rods. Ich habe mich so an meine Krippe und Heuschnupfen gewöhnt, ich kann nicht mehr ohne Rotz. Ach du Käse, da spült man mal einen halben Tag lang nicht und hat schon wieder alles vergessen. So, Iron Rotz. Mist, ich werde irgendwie mein Iron Ingot mit, mein Iron Ore und Iron Ingot mit los, das ich im Inventar habe. Und es auch direkt in den Ausgang von dem Miner reinpacken. Weiß ich nicht. Scheiße. Ich will das nicht wegwerfen, aber ich habe auch keine Lust, dass das Platz im Inventar wegkommt. So funktioniert. Ich wäre abmarschbereit. Ja, ich komme ran. Produzieren zu wenig Wires. Wir müssen uns das später mal drum kümmern. Weil die Kabelfabrik nicht hinterherkommt, oder? Nein, weil wir zu viel Copper Ingots produzieren und einlagern und deswegen sind beide Lager voll. Ach so, okay, das heißt, wir verbrauchen zu wenig Kupferingot, das ist eigentlich das Problem. Ja, wofür brauchen wir eigentlich Kupfer? Naja, bisher nur für Kabel, nur für Wire. Glaube ich. Ja, dann sollten wir vielleicht auch schon das Kupfer einzulagern. Wir haben so viel davon, wenn wir mal was brauchen, können wir es auch so warten. Ja, dann mach mal den Conveyor Belt da weg, der direkt da reinführt. Oder wo bist du gerade? Sonst mache ich, wenn du. Ich glaube, du bist näher. Doch, da gerade hin. Also was mir echt noch fehlt, ist da oben eine kleine Meteranzeige unter dem Player-Icon. Ich meine, wir sind ja im selben Team. Fände ich das irgendwie sinnvoll zu wissen, wie weit wir entfernt sind. Und nicht nur, wo du bist. Ja. Auch verdammt. Wo ist denn hier der nächste Strommast? Hä? Hat er doch hin. Da ist er, der ist voll. Da hinten ist er. So, wo war jetzt hier nochmal? Also ich stehe schon am neuen Lookout Tower. Ja, ich bin sofort da. Laufen wir dahin? Ja, das ist nicht weit. Ja, ich hätte gesagt, wir laufen dahin. Allein schon aus dem Grund, dass ich auf dem Weg dahin gleich eine Stromleitung hinbaue.
Frag mich nicht warum, aber ich glaube, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Und ich hoffe mal, dass wir keine, nicht wie in echt, das Problem haben, dass mit der Zeit quasi die Strommenge abnimmt durch Verlust. Ich hoffe mal, das Spiel ist so doof, dass das egal ist, wie weit man den Strom transportiert. Ach, ich denke schon. Wire is too long. Oh shit. Und zwei Viecher. Nee, halt, ich muss erst noch den Stromdinger hier bauen, ihr Viecher. Wire is too long. So. Lebt das andere noch? Nee. Nein, beide tot. Prima. Aber ich habe keine Beeren und nichts mitgenommen, ich Idiot. Doch, doch, da. Entschuldigung, alles gut, ich habe welche. Prima, ich habe nämlich nichts. Na egal, ich sterb schon nicht. Ich habe nur 26. Okay, bei Bedarf. Ich habe gerade noch volles Leben, bei Bedarf melde ich mich. Ich habe die Hoffnung, dass wir vielleicht auch noch irgendwas finden unterwegs. Was da soll? Oh, das ist aber unpraktisch. Weil da ist eine Schlucht. Müssen wir jetzt noch irgendwie rüberkommen? Ja. Ich glaube. Oh, Scheiße! Du bist jetzt nicht ganz runtergegangen. Doch, es hat geleckt. Ich bin am Rand stehen geblieben und im letzten Moment war ich unten. Du bist tot, oder? Ja, ich bin tot. Unten ist nichts mehr. Oh. Oh Scheiße, das heißt dein ganzes Inventar ist weg. Alles ist weg. Okay, das war der denkbar ungünstigste Punkt zum Sterben. Was für ein beschissenes Internet, ey.